Ich bin immer noch in Oberhausen auf einem Aape-Treffen und habe wieder eine ganz besondere Aape gefunden von, der stellt sich jetzt selber vor, hallo. Hallo, mein Name ist Patrick Koch. Ja, und das ist meine Aape, ne? Meine Aape, die ich seit 2013 habe. Ja. Und kontinuierlich immer ein bisschen dran am Basteln bin. Ja. Optikmäßig und... Fangen wir wahrscheinlich am besten erstmal an mit, was man direkt sieht. Hä? Erstmal nur die Sachen, die man direkt sieht. Also Plug and Play, Sonnenschute. Eine Sonnenschute, ja. Ja. Die mein Kollege selber fertigt. Wie, der macht diese... Ach, ist das keine so eine gekaufte? Nein, das ist nicht die originale Cornet sozusagen, die über 300 Euro kostet. Ja. Die fertigt mein Kollege nach. Ja, lässt die musst du nochmal lackieren, ne? Ja, das ist das Einzigste hier. Ja. Aber ich muss aber auch die hat er selber gemacht? Auch hier die Halterung und alles? Die lässt er in einer speziellen Firma biegen und pressen. Okay. Und eben auslasern. Das ist alles gelasert, also nichts mit Flex geschnitten oder sowas. Und wenn man das haben will, kann man das bei dem auch... Die stehen bei eBay Kleinanzeigen, steht kontinuierlich, hat er immer Sonnenschuten drin. Der macht die auch nicht nur in eine Farbe, der macht die in etlichen Farben. Für? Hä? 160 Euro. Ist okay. Preismäßig. Die neue Version, muss ich auch dazu sagen, etwas Problem... Fängt direkt mit Werbung an, als hätten wir uns abgesprochen, ne? Nein, nein. Das Problem ist zum Beispiel, die Bleche lasern lassen. Es gibt jetzt nicht jede Firma, die Edelstahl macht. Die neue Version, die da eben ist, das ist noch aus Stahl gemacht sozusagen. Und die neue Version ist aus Edelstahl gemacht. Und das Original kostet 300, glaub, ja? 300, 315 Euro. Ja. Ne? Und gibt es halt nur in... Dunkel. Aber wenn man jetzt eine rote Aape hat, man möchte eine rote Scheibe? Die Originale gibt es in Rot und Blau. Ah, okay. Rot und Blau, die von Cornet. Und die gibt es wirklich in alle Farbe. Wenn man ihn sogar anschreibt, kann der speziell nach Farbe sogar sagen, anmischen. Da, wenn jetzt einer sagen würde, ich will unbedingt eine gelbe haben oder sowas, dann würde der auch Plexiglas machen lassen in Gelb. Ne? Dann gehen wir direkt weiter. Ja. Spiegel. Auch nichts Tolles, F1-Spiegel aus dem Rollerbedarf. Ja, ganz genau, aus dem Rollerbedarf. Weil mir die großen Eseldinger, die gefielen mir nicht so. Ja, ne? Aber Gewinde ein bisschen kürzer schneiden, nicht? Hä? Nee, weil... Weil du siehst zu wenig. Ja, genau, dass du die länger hast, dass du noch hier rüberkommst. Sieht halt ein bisschen doof aus, das Gewinde hier noch so raus. Ja. Dann müsstest du vielleicht eine Hülse oder so noch machen. Ja. Der Mund. Ich glaube, das hat noch jemand, ne? Ja, ein Kollege von mir auf seine alte. Aber seine alte, ich sag mal, nach vielen Jahren hat die mal das Zeitliche gesegnet. Der hat jetzt eine neue, mein Kollege. Ja. Und wir waren die einzigsten beide, die Zähne drauf hatten. Eigene Idee oder irgendwo gesehen? Oder? Nee, eigene Idee. Ich hatte das zuerst und mein Kollege hat mich dann gefragt, da habe ich ihm das dann auch gemacht. Gehabt. Ja. Ich fand das irgendwie cool und stylisch, sag ich mal so. Ja, es ist als speziell. Gimmick und so was. Darum habe ich mir auch mein Pullover extra danach anfertigen lassen. Und so. Da kommen wir gleich zu deinem Pullover. Ah, nee, hast du gar nicht. Ach, hast doch, du. Ah, doch. Hast du mehrere? Ja, ich habe mehrere. Ah, auch nämlich sehr schön. Das ist nämlich richtig. So Stick, ne? Ja, das ist richtig aufwendig gestickt. Da werden extra so Software für geschrieben. Naja, und dann stickt eine Maschine das. Ich habe das schon mal gesehen. Ja. Das hier ist Deko. Ja, sozusagen. Oder hast du dann irgendwo richtig festgemacht, dass man die abschleppen kann? Doch, da könnte man hinter abschleppen. Das ist hinter dem Bügel, wo der angeschraubt wird, an eine Karosse. Ja. Dahinter geschoben und dann wieder durch angeschraubt. Also da könnte man auch dran spielen. Das ist eine Abschleppöse aus dem Rennsport. Ja, ich da weiß. Viel dran oder so. Mein Nebelscheinwerfer. Der funktioniert? Ja, funktioniert auch. Auch mit Fernbedienung. Ich kann das alles mit Fernbedienung. Kann damit, wie die Seitenpositionsleuchten, die ich noch habe, kann ich alle per Fernbedienung anmachen. Hab eine Reichweite von 150 Meter. Das sind jetzt die Seiten. Und das ist vorne. Dann kann ich sogar machen, dass die blinken, wenn ich das haben will. Ja, okay. Ne? Und per Fernbedienung ist auch nicht schlecht. Ja. Und das hier, der brauchst du jetzt nicht anmachen, aber sind das die von eBay, die diese ganzen Funktionen haben und alles? Ja, ne? Ja, außer das Problem ist, wenn man die original kauft, und man will da Tagfahrlicht anschließen, dann ist hier in der Linse eine rote Birne drin. Okay. Also das Tagfahrlicht kann man original gar nicht benutzen, weil du darfst ja nicht mit rotem Licht vorne fahren. Ich habe die Scheinwerfer original. Nix? Ich habe die originalen Scheinwerfer genommen, habe die aufgeschnitten, habe die Linse auseinandergebaut
und habe dann das rote LED habe ich weggemacht. Ihr habt ja immer gesehen, viele kaufen sich ja die originalen LED und die sind ja scheiß teuer. Ja, die sind scheiße teuer. Und die sind dagegen, ich glaube 130 Euro kosten die, ne? Ich habe die, ich muss sagen, ich glaube bei Amazon. Nee, oder? AliExpress. Oder? Ja, kann man doch sagen, ist doch kein Problem. AliExpress bestellt, da war da Pärchen, ich glaube 58 Euro. Ja, mega. Hier hinten. Da sind alle Treffen oder fehlen da ein paar? Der Aufkleber von heute fehlt da. Ja. Und sonst sind dann alle. Eigentlich alle. So auch, wo ich Mitglied und Clubmitglied bin, ne, wo ich eigentlich jedes Jahr bin. Außer also so viel auf andere Treffen warst du gar nicht, ne? Nein, weil ich ja auch Beruf... Ja, ausgefallen. Ja, das war ja wegen Corona. Ne? Links, ja, ich bin ja beruflich auch sehr eingespannt von Montags bis Samstags. Ja, ja. Ne? Und da so. Kann man dann nicht alles so wirklich mit. Flügel. Flügel. Flügel ist nur drauf, nicht weil Leistung und hier. Nee, nee, ist schon klar. Flügel ist nur drauf, weil die Pritsche, weil ich ja hier Riffelblech gemacht habe, weil ich die so oben Kofferdeckel zu haben wollte. Und nackt sieht die Pritsche einfach scheiße aus. Da musste irgendwie so ein kleiner Eyecatcher drauf. Der hat keinen Sinn, das ist nur, dass das nicht so nackt aussieht. Klar, natürlich hat er keinen Sinn. Das macht ja auch sonst keine Logik. Aber bei uns, das erste Vorstellungsvideo, was ich gemacht hatte, von Marc, der hatte auch fast denselben Flügel. Ja. Der musste den runter machen. Der hat Stress bekommen. Ich hab, aber bei ihm hat der auch rüber geguckt, ein Stück. Aber nicht da, viel, so ein ja, Stückchen. Das reicht schon, das reicht schon. Mich hat auch schon mal ein Polizist angehalten. Der hat nichts dazu gesagt. Der hat gesagt, oh, weil der mit dem Fahrrad neben mir stand, sagt er, ich müsste dir eigentlich sagen, so, ich sag da jetzt nichts zu. Aber das Gute ist schon mal, der Flügel hat keine Scharfkantigen. Mhm. Das ist der mit die abgerundete Version. Und der ist innenliegend. Der Polizist gab mir dann noch mal einen Rat, ich soll hier die Mutter wechseln und soll da Flügelmuttern dran machen. Dann können die anderen Kollegen überhaupt nichts sagen, weil dann zählt das nicht als festmontiert, sondern als Ladung. Weil ich kann den ja ohne Werkzeug, kann ich den ja wechseln, abmachen. Ja. Ne? Ich habe jetzt bis jetzt nur kleine Flügelmuttern drauf gemacht. Guter Tipp, wir machen aber so, sonst... Ne? Ich habe bis jetzt noch keine Flügelmuttern drauf gemacht, aber ich muss sagen, ich habe da bis jetzt noch keinen Stress gehabt mit oder so. Weil, wie gesagt, der Verletzungsgefahr, er steht nicht über. Ja, ich kenne das Thema, deswegen so, frage ich. Ne? Mach mal auf, das ist ja auch, du kannst ja das ganze Ding wie eine Motorhaube öffnen. Aber jetzt ist da nicht drin so aufgeräumt. Ja, das ist ja nirgendwo. Ne? Das sagt doch immer jeder, ich gucke immer viel Fahrradwohnwagen-Szene. Ja. Und da sagt immer jeder, ist aber nicht aufgeräumt gerade. Ne? Ach so, aber du hattest mal mit den Dämpfern, sind kaputt oder was? Ja, der Dämpfer ist kaputt gegangen. Oh, was ist das da? Aha. Ja, wenn was passieren sollte, habe ich direkt einen Ersatzzylinder. Werkzeug habe ich auch alles dafür. Ja, aber das ist ja ein Wassergekühlter, oder nicht? Nee, das ist ein Luftgekühlter. Nur, so. Das ist ja vom Polini der Zeichen. Da haben sie jetzt, sage ich mal, aus der Rollerzähne, sage ich mal. Die nehmen ja jetzt nicht wirklich der Zylinder, der von der Fahrzeug da drin ist. Die haben am Allgemeinbild. Ich dachte. Nee? Nee, das ist der Polini Evo 3. Das wäre ja jetzt noch gewesen, eine wassergekühlte Ape. Würde gehen. Ja, klar. Oder so. Schwierig ist das nicht. Nee? Ich weiß nicht, ob es die Zylinder dafür so gibt. Hä? Nee, du müsstest mit einer Spacer-Platte machen, weil ich war auch schon überlegen. Zum Beispiel, kennst dich auch damit aus, ne? Ich war auf drauf und dran, den auf Stage 6 70er RT umzubauen. Ja. Und die Spacer-Platte dann dafür machen. Kurbelwellen kriegst du dann, musst du nach Maß gucken, kriegst du zu kaufen. Ne? Felgen, ja. Tiefbettbreit. Tiefbett breit. Ja. Das ist natürlich auch schön. Nee, ja. Mir gefällt das hier nie so richtig. Ne? Ja, das ist ein Kompromiss. Da hat einer beim Ape-Treffen jetzt gesagt, richtig geil wäre von der Vespa diese Backen. Dass das auch nur, dass das bis hier geht, ne? Dass das Rad halb drin ist. Das würde geil aussehen. Ja. Aber brauchst du halt einen Vespa-Rahmen, den du auseinanderschraubst. Problem ist jetzt eben, durch den Sonderumbau, den ich gemacht habe, die ist ja komplett auf Scheibenbremsen umgebaut. Ja, da sind wir noch nicht. Und dadurch, durch die Verbreiterung... Jetzt hast du ja schon... Musst du einfach weiter rauskommen. Dann zeigen wir auch direkt. Musst du einfach weiter rauskommen. Also Scheibenbremse und Tieferlegung auch, ne? Ja, Tieferlegung, dann Schwurstangen drin, dass die Hinterachse eigentlich sehr, sehr steif ist. Ne? Dass man richtig so, sag ich mal, mehr ein Go-Kart-Feeling kriegt und
zehnmal so besseres Fahrverhalten. Alle Leute, die jetzt gerade Schnappatmung kriegen, dein Mikro geht immer runter. Du musst halt so, oder kannst du auch in der Hand halten, kannst du so reinquatschen ein bisschen. Nee? Alle, die jetzt Schnappatmung kriegen und sagen, oh, Scheibenbremse will ich auch. Ja, sag mal den Preis. Also der Preis liegt so ungefähr bei 2.300, 2.400 Euro. Nur bei mir ist das Problem, ich habe da noch so ein bisschen eigen. Ich war original, die Bremssättel, die dabei sind, sind schwarz. Das gefiel mir nicht so. Die habe ich an der Seite gelegt. Dann habe ich mir überlegt, ich wollte erst auf alles orange eloxiert haben. Die habe ich mir dann einen kompletten Satz neue Bremsen bestellt von Stage 6, auch die vier Kolbenbremssättel. In Orange. Das passte mir dann aber auch nicht. Sind auch mal eben über 300 Euro weg gewesen. Und habe mich dann entschieden, ich will auf Blau eloxiert gehen. Das war wirklich meine Farbe, weil ich die Spurstange, die Versteifungsstange auch nur im Blau gekriegt hatte. Und dann sieht man sie noch nicht mal. Ein ganz kleines bisschen. Entweder wenn man also wenn du jemanden überfährst, der sieht sie. Ja, so. Und wenn man, sag ich mal, jetzt sind die Felgen jetzt ein bisschen dreckig. Wenn man von der Seite kriegt man so ein ganz bisschen. Ist das so einfach einzubauen? Oder ist das auch mit Anpassen? Oder ist das einfach wirklich Einbau? Zack, zack, zack. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also es ist fast Hinterachse Plug and Play. Sag ich mal, ist gut von TAR, ist ja alles von TAR. Eine italienische Firma ist das. Ist das schon vorgefertigt. Also es ist schon echt mega gut angepasst. Weil für hinten brauche ich auch keine extra neue Bremspumpe. Das läuft über die originale vordere Bremspumpe, die drin ist. Schläuche sind alles, ja, ist alles dabei. Und hinten ist schon, kann man sagen, total mega Plug and Play. Geht weiter. Die Vordergabel, weil vorne hat er ja auch Scheibenbremse. Da muss man wirklich die Gabel rausnehmen, die Gabel auseinanderpressen, die neue Schwinge einbauen und einpressen. Ne? Also das vorne hast du Probleme gehabt? Nein, aber ich sag mal, ich habe geguckt, dass ich eine zweite Gabel, wo die Schwinge kaputt ist, kriege, dass ich nicht meine Originalgabel kaputt machen musste. Also habe ich eine kaputte Gabel gekauft, dass ich nur das Oberrohr davon habe und kann dann die neue Schwinge an dem Oberrohr, an dem Steuerrohr anschließen. Ne, also dran bauen. Das ist, und ich sag mal. Das ist da auch keine. Ist das eine andere Gabel? Ja. Das ist eine Original-Ape-Gabel. Da ist ja hier auch, da steht doch THR. Ja, das ist THR. Die Schwinge ist ja anders. Die muss ich aus dem Original-Steuerrohr auspressen. Also man braucht da schon... Also vorne ist nicht so einfach. Nein, man braucht wirklich eine Werkstattpresse, wo man wirklich eine Presse... Weil der Bolzen, der in den Steuerrohr... Hast du selber gemacht aber? Hä? Ja, ich habe eine eigene Presse. Ich habe mir extra dafür eine eigene Presse gekauft. Du kriegst ja so mobile kleine Pressen. Ja, ja. Hat 170 Euro gekostet, so auf so einen Ständer, wo du da tak, tak machen kannst. Das war dann echt top. Was ist denn hier los? Hier steht der Zug. Hat einen Zug gehalten bei uns. Steht der Zug. So, dann. Ja. Ah, das sind einfach die ganz normalen, die du bezogen hast. Ja, genau. Das sind die Original-Türpappen und ich habe das alles mit so Boxenfilz, nennt sich das. Du hast einen Begleiter hier, guck mal. Ach so, ja, ich habe ein Haustier. Ja, süß. Ne? Nein, das ist so Boxenfilz, was du aus dem Autobereich kennst. Ja, ja. Und hab dann die ganzen Kunststoffteile beschoben. Die habe ich mir einfach mal so dran gebastelt. Ist cooles Gimmick, weil wenn es warm ist, kann ich mir die schön ins Fenster bringen und kann mir die Luft rein. Wenn man an der Ampel steht, ist ja, manchmal so. Ich kann auch jeden einzeln schalten, kann anmachen. Die sind nicht laut, die machen gut Luft, ne? Und bringen dir dann nochmal extra Fahrt. Das ist auch so Temu-Ware oder so, ne? Da muss ich sagen, die habe ich bei eBay bestellt. Ja, weil sie auch so vom Plastik her, aber es muss dann einfach nur funktionieren. Aber das ist jetzt nichts Teures. Ne? Das ist so ich glaube 14 Euro einer. Ah, doch, so viel. Ne? Kann man schön wegklappen, dann stören die auch gar nicht. Oder sag ich mal, unten staucht, tut sich die Luft stauben. Ja, ist schon dann gut. Kann ich nach unten machen, dann pustet der wenigstens ein bisschen kalte Luft auch nach unten. Also die bringt schon wirklich was. Ne? Viel Arbeit, wo ich hatte, ich habe den ganzen Innenraum komplett zerlegt gehabt. Jetzt bin ich ein bisschen rummelig und dreckig. Ach, du hast nicht die Standheizung hier komplett unter. Doch, ich habe die Standheizung, weil ich wollte das habe ich ja noch nie gesehen. Ich wollte die auf Umluft haben, weil viele haben die unter der Pritsche zum Beispiel auch drunter. Und die Abgase sammeln sich ja auch unter der Pritsche und saugen die dann an.
Und so habe ich die auf Umluftbetrieb, weil die Heizung kann man ja entweder so und man kann die so. Und ich habe die dann so gemacht, habe ein kleines Loch in der Rückkabine geschnitten, so dass ich mit einem Auspuff und die Frischluftansaugung für die Verbrennung unter der Pritsche rauskomme. Und ich habe mit der Außenluft gar nichts zu tun. Ich mache die auf niedrigste Stufe und die Hütte ist warm. Weil ich ziehe ja nicht mehr, wenn ich jetzt 10 Grad minus draußen hätte, ich ziehe die kalte Luft nicht an. Ich ziehe ja die vorgewärmte Luft, die da drin ist, schon an. Und die ganze Fahrgastzelle ist komplett mit Bitum ausgekleidet. Das habe ich gesehen. Schön ist das nicht. Hä? Nee, aber das ist wegen aber, Sound. Ja, ich weiß. Schalldämmung ist das schön. Aber was, Dings, warum hast du keinen Armaflex genommen? Hä? Armaflex? Hatte ich da und so. Und da habe ich das gemacht gehabt. Ne? Wie gesagt, das ist aber auch schon... Das habe ich im ersten Jahr gemacht gehabt. Also das ist schon 10 Jahre alt. Das ist so die erste Maßnahme, die ich gemacht habe. Genauso wie die Rückenlehne, die passte mir nicht. Und ich das dann alles wirklich ausgekleidet habe mit Box, also mit Dämmmaterial. Danach ist in der Rückenlehne das ganze Dach. Hier vorne ist alles Schaumstoff reingeklebt. Ach. Und der ganze Schaumstoff ist nochmal mit Filz. Ist nochmal mit Filz überzogen. Hörst also, du hier drin überhaupt was? Wenn kannst du Türen zumachen, kannst die Ape mal anmachen, da hörst du fast gar nichts mehr. Boah, das ist ja geil hier. Also ne? Die Bremsgriffe sind auch vom Motorrad, ne? Sind weiten einstellbar. Wie groß man jetzt die Hände hat, kann man die sogar größer und kleiner machen. Ne? Ist ein Kurzhub drin? Ja, ist Kurzhub-Gasgriff drin. Mach mal hier, ich will mal sehen, das hier. Ja, kann ich? Und hier Radio. Gut, also ich würde da immer mit dem Knie gegenkommen, gegen das Radio hier unten. Ja. Es hat kein Ding bei dir, dass du dagegen kommst. Nee, ich bin ja auch einen halben Meter kleiner wie du. Ja, okay, das stimmt auch. Hier kann ich die ganze Zeit. Das stört dich auch nicht, dass du hier den Fuß nicht. Nein, das ist ja, habe ich ja extra so gemacht, weil ich wollte unbedingt auch noch einen Zapfhof haben. Da habe ich wirklich alles ausgeklebt gehabt. Und dann wirklich einzelne Fasermatten habe ich dann komplett in der Ecke reingeschwacht, dass ich genau die Form hatte, wie eben die Ecke geht. Warte kurz, bis das... Ja, das bist du damit zufrieden? Ist das gut? Das habe ich einfach nur rumfliegen gehabt. Das ist 15, 20 Jahre alt. Ja, vom guten Kollege, der hat mir die gegeben. Ich fand die ganz gut. Ja, weil die kann man hier richtig so festmachen. Das war so geil. Die passen da so geil hin. Mega. Und sehen echt super geil aus. Ja, das ist auch... Also die sind echt kaufenswert. Also die sehen echt nicht schlecht aus. Und könnt ihr ja mal googeln und im App Store reingehen. DK Nation, meine App, damit ihr Lost Places findet. So, ein bisschen Eigenwerbung hier. So, das Ding, wo hast du das her? Das habe ich vom Kollegen mir das geschickt. Uwe hat auch so Dinger immer. So. Das ist ein GPS-Tacho, ja. Weil bei mir ist... Also vom, der Herr Gelinski, ne? Der hat auch immer so GPS-Tachos. Ja, mein Schwert drauf, glaube ich. Das kann sein. Bei mir war Original-Tacho, wo die Tachowelle hinten reingeht. Der Vierkant, wo das reingeht, der hat sich durchgedreht. Meine Karre hat jetzt knapp 12.000, also noch keine 12.000 runter. Bei 11.000 und ein paar kaputte ist der Tacho kaputt. Und auch mit einer neuen Welle, der hat jetzt nicht mehr mitgenommen, die Tacho. Und so, dass ich wenigstens gucken konnte, wie schnell ich fahre, habe ich dann eben den GPS-Tacho, den hat mir ein Kollege geschenkt, den hat er liegen gehabt. Diese tollen Griffe hier. Ja. Erzähl mal was davon, was die kosten und kann man die einfach so einbauen oder muss man da irgendwas neu machen? Nein. Die kosten knapp fast 80 Euro. Kosten die. Die Vorderbremse für vorne, das ist ja eine hydraulische Zange. Und die andere Seite ist kommt aus dem Motorradbereich. Da geht noch der Original-Bordenzug rein. Könnte ich das einfach so einbauen bei mir direkt? Die Seite könntest du, ja. Die habe ich ja nichts. Ja, du könntest die reinmachen. Ja, geil. Die könntest du dir reinmachen. Ich finde die gar nicht mal schlecht. Ne, vor allen Dingen, wie groß die Hände sind, kann man die sogar nach Länge einstellen. Ne? Das ich finde die echt schön. Das also ist schön echt nicht griffig, schlecht. Ja. Ich sage ja darum, die gibt es nicht in Orange. Und darum konnte ich auch von Orange, dann muss ich weggehen. Mhm. Weil ich wollte nicht da Orange haben, hier blau, am besten da noch gelb oder sowas. Boah, du hast aber auch viel Elektronik verbaut. Ja. Hast du eine Sitzheizung? Ja, ich ist vom Golf, Golf 3. Nein. Das war, früher, der erste Jahr hatte ich ja keine Heizung. Darum sind hier unter dem Polster sind Heizmatten drunter. Ja, und hier in der Sitzband, wenn du fühlst, ist auch Heizmatte drunter.
Die ist da drunter. Du bist ja verrückt. Ja, nee. Also eine Sitzheizung habe ich noch nicht gesehen. Das war das Erste, was ich damals gemacht habe. Aber man merkt, dass auch weniger Platz hier ist. Was ist das schon? Das sind 30 hier. Millimeter. Hier ist ja, das ist das Einzigste nach 9 Jahren. Das runterkommt. Das mache ich nochmal neu. Und dann mache ich hier oben aber auch keinen Schaumstoff mehr hin, weil das brauchte ich nur damals wegen den Boxen. Ja, für eine Tiefe. Die Tiefe brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil von der neuen Anlage ja die neuen hier vorne jetzt sind. Wo ist die Kamera? Kamera ist hinterm Radio. Das ist ja für Rückfahrkamera Radio. Ach so. Ne? Noch irgendwas richtig Spezielles, was... was war das? Handy. Ach, Handy. So. Irgendwas ganz Spezielles, wo man noch zeigen muss? Was, das ist die Heizung? Das ist meine Heizung, ja. Ja, ist die schon... Die kam im zweiten Jahr. Da muss ich wirklich sagen, ich war auf Apetreffen, das erste, wo ich dann hingefahren bin, 2016, war ich der Erste, wirklich, der schon die Standheizung in der Ape hatte. Ja? Das habe ich überall auf Apetreffen in Schermbeck gezeigt gehabt. Und das Jahr darauf hatte, sag ich mal, 3/4 dann eine Standheizung. Aber ich hatte die schon erste Jahr gehabt. Ja. Und so was. Ne? Also du bastelst ganz schön viel hier dran. Das ist auch deine einzige und... Nein, ist nicht meine einzige. Du hast noch eine Ape. Ja, ich habe noch eine Ape, eine Giftgrüne. Ja. Das ist aber eine 25er. Ich habe sie bis jetzt auch noch nicht verkauft oder sowas, weil die hatte ich damals für meinen Sohn geholt gehabt, weil der ja noch keinen Autoführerschein hatte, nur Mofa-Führerschein und damit zur Lehre fahren konnte. Ja, ah, nee, cool. Da war sogar schon Geselle. Stimmt, da war er sogar schon Geselle. Da hat er mit der Ape, aber mit Koffer... hat er ein ganzes Haus alleine gemacht gehabt. Ein ganzes Haus alleine. Wirklich alles. Und der ist Maler und Lackierer. Mhm. Ne? Also wirklich mit Tapezieren, Wände spachteln, schleifen und sowas. Das hat er alles mit der Ape. Ja, ey, man kann viel mit der Ape. Ich mach das ja auch gerade. Ein Haus entrümpeln. Ja. Und das geht mega. Ne? Der Chef hat dadurch Folgeaufträge gekriegt, ja. Weil die ganzen Nachbarn, die immer, mein Sohn da immer angefahren mit der Ape, Werkzeug raus, Werkzeug rein und so. Ne? So, ich würde sagen, dann sind wir auch durch. Wir sind nämlich schon bei, ist schon gut, was lang das Video. Aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Bau. Haben wir irgendwas vergessen von außen? Nee, ne? Nein. Hier noch das Piaggio Ape 50. Das kann man sich so machen lassen im Internet, ne? Ja, dann man kann es machen lassen oder so. Ich habe das jetzt auch schon jahrelang. Ich muss sagen, es haben mir viele schon nachgemacht. Ne? Ja. Und so. Dafür sind ja auch die Videos da, dass die Leute sich quasi Ideen holen. Ne? Genauso wie ich wollte die große Stoßstange, die war mir einfach zu kluppig. Das sind, um den Kofferraum abzuschließen und dass da kein Wasser reinläuft. Aha. Ne? Kann man die Schlösser dann zuschieben, sind so Maschinenbautüren, Schlösser sind das. Ja. Ne? Dass man die sichern kann. Hast du das auch selber gebaut? Alles selber gemacht. Alles selber. Alles selber. Quadratmeter. Ich habe gute Freunde oder so. Oder so. Ich habe gute Freunde oder so. Nein, ich habe gute Freunde, die bei einem großen Fahrzeugbauer arbeiten für LKWs und so. Und die haben mir dann das Riffelblech besorgt, weil das ist kein normales Riffelblech. Das ist gehärtetes Riffelblech, wo du mit einem Stapler eigentlich drüber fährst. Ach so. Über normales Aluminiumblech würdest du mit Stapler, hast ja sofort kaputt und verkratzt. Mhm. Auch krumm und so was. Die stellen sich alle bei mir auf der Arme drauf, weil das Riffelblech, das ist echt mega stabil, das biegt nicht ein, das ist gehärtet. Einzigste, was damit ist, man kann es nicht kanten. Darum habe ich hier so Kanten dran gemacht, dass hier kein Wasser reinläuft. Ja. Nee. Ja gut, super Ape, schön, dass du uns die mal gezeigt hast. Schön tiefer gelegt. Und wo sieht man dich überall, auf welchen Treffen? Auf euren Treffen natürlich, ne? Auf unser Treffen, ja, in Schermbeck, im August, 14. August. Und das ist ja jedes Jahr, ne? Das ist jedes Jahr, seit 15 Jahren besteht unser Club und seit 16 bin ich dabei. Gut. Alles klar. Irgendwas verlinken, Instagram von dir oder so. Hast du sowas? Machst du das? Nein, Instagram habe ich nicht. Keine Bilder, kein Nix hast du nirgendwo? Facebook bin ich. Facebook. Patrick Koch. Patrick Koch. In den ganz normalen Ape-Gruppen. Ja. Ja, wo man also, ja. Ja. Alles klar. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.